Interne Audits, ja, das ist dieses ungelebte Thema, ne, ungeliebte und ungelebte Thema, womit keiner so richtig ja, umgehen mag im Unternehmen, ne? Also jeder hat nur ein müdes Lächeln, irgendwie auf den Augen sehr viel Tagesgeschäft und dann kommt noch ein internes Audit dazu. Mein Gott, was denn noch alles? Das ist so das Feedback, was mir so ein bisschen im Hinterkopf geblieben ist. Aus meiner Zeit als Managementbeauftragter. Genau, aber trotzdem, ne, also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, wie man ein internes Audit erstens normgerecht gestalten kann und muss und auf der anderen Seite ist vielleicht so gestaltet, dass die ja, beteiligten auditierten Personen auch was davon haben, ne, und nicht irgendwie so dieses Standardprogramm abspulen, ne, und sich fragen, oh Gott, was denn? Schon wieder, ja, hat sich nichts geändert, schon wieder alles gleich. Ne? Das ist ja nicht Sinn der Übung. So, ich möchte dir gerne ein paar Beispiele geben, wie man interne Audits auch gestalten kann. Ne? Und zwar, die Automobiler-Kollegen, die werden schon ein bisschen lächeln, aber es gibt etwas, das nennt sich eine Prozessreferenzmatrix. Ja? Das heißt, du hast in deinem Unternehmen letztendlich Prozesse, die du im Optimalfall irgendwo beschrieben hast. Ja, es kann sein, dass es vielleicht in einem ERP-System verwirklicht worden ist, aber oder auch auf sogenannten Turtles oder anderen Prozessdarstellungsmöglichkeiten. Jedenfalls hast du deine Prozesse. Ja, du hast deine Prozesse und du hast Prozesseigner. Ja, diejenigen, die im Prinzip die Owner sind, diejenigen, die den Prozess quasi besitzen. Ja. Und jetzt musst du dir natürlich Gedanken machen darüber, welche Prozesse, welche Anforderungen der Norm, beispielsweise ISO 9001, betreffen. Ja? Und das darzustellen, beispielsweise, ist eine, ja, im ersten Anlauf eine Herausforderung, ne? Weil die Norm selber, die ist ja sehr allgemein gehalten, ne? Und hat da und dort mal ein bisschen spezifische Dinge. Aber die Antwort darauf, wenn du jetzt beispielsweise eine Serviceabteilung hast, Serviceaufträge dort abwickelst etc., die Antwort darauf, welche Kapitel eigentlich hier Anwendung finden, hat nicht jeder griffbereit. Ne? Also erster Tipp, schau dir deine Prozesslandschaft an. Ja, du hast vielleicht schon sogar eine Übersicht. Mach dir aber Gedanken darüber, welche Anforderungen der Norm. Ja, und auch wenn du die Norm jetzt vielleicht länger kennst, etc., ist es trotzdem immer wieder gut, mal reinzugucken und auch spezifisch immer wieder zu hinterfragen, welche Anforderungen da konkret genannt sind. Genau, welche Anforderungen in welchen Prozessen zur Anwendung kommen. Ja. Und genau diese Matrix-Darstellung, wenn du beispielsweise auf der linken Seite die Prozesse hast und auf der Y-Achse, ne, X-Achse, genau, X-Achse quasi, deine Kapitelnormen und Kapitelanforderungen hast, dann solltest du mal dir überlegen, welche Kapitelanforderungen wo in welchem Prozess stattfinden. Ne? Und das Ganze nennt man dann eine Prozessreferenzmatrix, die man als Basis für die Planung der internen Audits zugrunde legen kann. Ne? Deine Verpflichtung ist es letztendlich, innerhalb eines definierten Zykluses, zum Beispiel 3 Jahren, ja, in 3 Jahren einmal alle Anforderungen durchauditiert zu haben. Ja, das ist nämlich viel spannender, ja, wie wenn man jährlich dasselbe Programm abspielt, ja, jeder eigentlich schon die Antworten kennt, bevor er befragt worden ist, etc. Ne? Und so hast du nämlich dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, dieses Jahr habe ich einen Fokus auf den Einkauf, auf die Personalabteilung, auf von mir aus die Fertigung, ja, und betroffen sind diese Kapitel. Ja. Diese Kapitel der Norm habe ich jetzt auditiert. Deine Auditkriterien heißt es in der ISO 9001. So, und dann hast du dann entsprechende Auditteilnehmer, die in diesem Jahr beispielsweise oder übers Jahr verteilt an diesen Auditterminen dann mit dir das Audit durchführen und nicht so streng nach Norm quasi abgefragt werden, sondern auch wirklich mal ihre eigenen Prozesse mal darstellen können, mal erklären können, erläutern können. Ne? Und man hat dann auch noch die Möglichkeit, also du wirst es mit Sicherheit auch kennen, dass wenn du ein internes Audit ankündigst in einem Bereich X, ja, bleiben wir bei der Fertigung, dass dann eine Gegenfrage kommt wie, oh Gott, gibt es irgendwas, was ich vorbereiten muss? Oder was, wie kann ich, was muss ich denn wissen? Ja?
wo man sich dann denkt, oh Gott, also da, dem jetzt die ganzen Normen erklären, wird schwierig, aber er weiß es nicht. Ne? Und dem kannst du dann auch direkt, ja, wenn du diese Prozesszuweisung, diese Prozessreferenzmatrix hast, ihm dann sagen, hey, hör mal, hier hast du die ISO 9001 beispielsweise und Kapitel 4.1, ja, 8.1 oder andere Kapitel sind diejenigen, die wir gemeinsam auditieren werden. Ja. Schau dir doch einfach diese Kapitel an, ja, die in deinem Prozess berücksichtigt worden sind und an denen werden wir uns entlanghangeln und gucken, wie du diese Anforderungen, die in diesen Kapiteln gefordert sind, umsetzt. Ja. Das gibt Mehrwert. Das ist einfach ein Mehrwert für denjenigen, für den Fertigungsleiter in dem Fall, der dann ganz genau weiß, hoppla, das ist ja richtig cool, ja, jetzt, dass ich da mitmachen darf und kann. Und dann hat der auch die Möglichkeit, sich die Norm mal anzugucken. Wie wir alle wissen, das ist kein Wälzer. Ja, da kann man auch mal reingucken, ja, nachmittags, wenn quasi 80% der Unternehmen dicht haben. Ja. Und eine ruhige Minute hat oder sowas. Ne? Also letztendlich geht es dann darum, auf die Bedürfnisse einzugehen, ja, der einzelnen Prozesse, die Auditkriterien festzulegen im Rahmen der Prozessreferenzmatrix und so einfach mehr Spannung in das Thema interne Audits zu bringen. Ja. Wenn dann der Termin stattfindet, dann hat man die Möglichkeit, selbstverständlich letztendlich diese ganzen die Norm als Grundlage für das Audit herzunehmen. Ja, vielleicht hast du ja die ein oder andere Checkliste, die du so aufgebaut hast, dass sie auf den entsprechenden Kapiteln fußt, ja, also das heißt, die Anforderungen der Kapitel kannst du dann letztendlich in eine Checkliste überführen und dann mit anhand dieser spezifischen Checkliste, die nur für dich gilt, dann dein Audit in der Fertigung beispielsweise mit dem Fertigungsleiter abwickeln. Ja. Und das ist also meiner Meinung nach auf jeden Fall eine Möglichkeit, ein gangbarer Weg, der allen Spaß macht und der ergebnisorientiert und modern ist, ja, und nicht mehr dieses oberlehrerhafte Zeigefinger zeigen beinhaltet, ja, sondern gemeinsam dann letztendlich eine Lösung entwickelt wird oder Fragen beantwortet werden etc. etc. Und so lernst du deinen Betrieb auch intensiver und aus einem anderen Blickwinkel, aus einer Blickrichtung kennen. Ja. Und analog dazu, ne, also was ist der Vorteil von dieser ganzen Geschichte? Erstens, du hast dann die Normanforderungen erfüllt, du hast Auditkriterien quasi auditiert, ja, festgelegt, geplant und auditiert und musst die nicht unbedingt auch im nächsten Jahr wieder genauso machen. Ja. Abhängig davon, ob das gewünscht ist oder nicht, aber dann ist das erstmal abgehakt. Ja. Und dann hast du noch den Rest der ganzen Auditkriterien bzw. Prozesse, die du so analog zu diesem beschriebenen Fertigungsprozess jetzt auch mit auditieren kannst. Und so, wenn du sicherstellst, dass du innerhalb von 3 Jahren alles so durchauditierst, ne, die ganzen Kapitel quasi zugewiesen sind zu den einzelnen Prozessen, die du hast, und so dann deine Audits durchführst, dann macht das Ganze auch mehr Spaß. Ne? Und ein weiterer Tipp in dem Zusammenhang ist dann, deine Auditplanung zum Beispiel über 3 Jahre zu gestalten, so zu gestalten, dass dann alle Kriterien erfüllt sind. Wenn du jetzt nur die ISO 9001 hast, ist das nochmal eine andere Sache, wie wenn du jetzt noch andere Normen hast, wie die ISO 14000 oder die OSAS, noch die OSAS 18000 oder die ISO 45001 vielleicht oder die 50000. Da hast du natürlich dann andere Möglichkeiten, Dinge miteinander zu kombinieren. Aber vom Prinzip her alles gleich. Genau. Und also ich kann nur davon berichten, wenn so eine Gesamtsituation der internen Auditierung bei dir stattfindet, wirst du auf jeden Fall in deinen Audits Lob ernten. Und nicht nur das, ja, das ist ja nicht das Wichtige. Das Wichtige ist eigentlich, Lob von deinen Kollegen auch zu ernten. Ne? Dass die sagen, okay, hey hoppla, das Audit, das hat mir echt gute Hinweise gegeben. Ne? Das war total wertvoll für mich. Ich konnte Fertigungslücken beispielsweise oder Produktionslücken schneller auffinden etc. etc. Ne? Und das, darum geht es. Ne? Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn dir diese Information ein bisschen helfen konnte, auch mal deine internen Audits zu überdenken, mal kritisch zu beäugen, ob es vielleicht Sinn machen würde, so eine Vorgehensweise auch mit ins Feld zu rollen, um dann auch mal ein bisschen was anderes zu haben und vielleicht mal anzutesten. Ne? Genau, in dem Sinne, ich freue mich natürlich über jeden Kommentar. Ne? Wenn du weitere Videos haben möchtest mit diesem Thema interne Audits, dann schreib mir doch, hinterlass mir einfach einen Kommentar, ne, mit Ideen, Anregungen. Ja, ich schaue mir alle Kommentare eigentlich an.
Und mache dann auch ein Video, falls gewünscht, dann in der Ecke, falls da Bedarf da ist. Abonniere meinen Kanal in dem Zusammenhang, indem du unter den Link hier ungefähr unter dem Video klickst. Und ja, vergiss nicht, die Glocke einzuschalten, damit du auch bei neuen Videos benachrichtigt wirst, damit du keine neuen Videos verpasst. Und einen Daumen hoch. So, ein ganz großes Paket letztendlich am Ende. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dir helfen konnte. Und viele Grüße aus dem sonnigen Düsseldorf. Abonniere doch jetzt meinen Kanal, indem du hier unter dem Video auf den Link klickst und die Glocke aktivierst, damit du kein neues Video verpasst. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag um 9 Uhr veröffentliche ich ein neues Video zu dem Thema Managementsysteme und Auditierung. Schau dir bei dieser Gelegenheit auch gerne eine meiner anderen Videos an, die ich dir hier verlinkt habe. Viele Grüße aus Düsseldorf.